Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. Also ich kann Ihnen mit Worten nicht schildern, was das für ein Moment ist, in über 3000 erwartungsvolle Gesichter zu blicken, und zwar wirklich unvermummte Gesichter. Herrlich. Hallo Menschen, es ist so schön. Ja, es ist ein toller Moment und ich fühle mich wirklich willkommen. Und ebenso herzlich möchte ich Sie willkommen heißen zu einem musikalischen Ausflug an die Donau, nach Wien. Wir sind sozusagen in einer Wien-Wien-Situation, obwohl wir den entsprechenden Schlager Nur du allein erst am Ende dieses Programmes hören werden. Und Sie haben es vielleicht bei meinen ersten Worten schon bemerkt, ich bin auch kein Saarländer im strengen Sinne des Wortes. Also gut, ich bin auch ein Wiener und begonnen haben wir natürlich auch wienerisch mit einer Schnellpolka von Johann Strauss Sohn unter Donner und Blitz. Also bitteschön, das ist unsere Opfergabe an die Wettergötter. Wir hoffen, dass wir sie bis Ende des Konzertes ruhig stellen können. Und auch unser nächstes Stück, eine Ouvertüre, hat mit Wien zu tun. Der Komponist war ein Salzburger, ich gebe es ja zu, Wolfgang Amadeus Mozart, aber er hat geschrieben, dass er in Wien für sein Metier den besten Ort der Welt gefunden hat und auch den besten Librettisten, muss man hinzufügen, Lorenzo da Ponte, mit dem er 3 Opern geschrieben hat. Die erste 1786 war Le Nozze di Figaro, die Hochzeit des Figaro, und daraus werden wir die Ouvertüre hören. Bitte, Karen. Thank you.
Vergnügungszug, meine Damen und Herren. Und das hochkomplizierte Vuvuzela-Solo spielte Michael Gärtner. Bravo. Keiner besser. Ja, Musik von Johann Strauss. Er war natürlich der Großmeister der goldenen Operette, wie man das nennt. Und in die silberne Operette, nämlich zu Franz Lehár, wollen wir Sie jetzt gleich führen. Kennen Sie Eva? Also jeder kennt eine Eva, aber Eva von Franz Lehár, uraufgeführt 1911 im Theater an der Wien. In den Operetten geht es ja so oft um Adel und Bürgertum und ein Mann kann die Frau nicht kriegen, weil sie ist eine Gräfin und er ist kein Graf und am Schluss stellt sich dann heraus, er ist eher Graf und kriegt sie. Also ja, Probleme von gestern. Aber diese Eva aus 1911 spielt sich auf einer anderen Ebene des Sozialgefälles ab. Sie ist ein also Waisenmädchen, schon eine erwachsene Frau, und er, der Liebhaber, ist ein Fabrikschef und sie eine einfache Arbeiterin, wurde dem Franz Lehár gleich unterstellt, weil da auch ein Arbeiteraufstand vorkommt, dass das eine sozialistische Propaganda sei. Also davon ist keine Spur, aber ein großartiger Operettenschlager ist drinnen, der so ein bisschen auch das Genre charakterisiert. Wäre es auch nichts als ein Augenblick, wäre es auch nichts als ein Traum vom Glück. Davor aber ein Ausschnitt aus Friederike, 1928 uraufgeführt, ich gebe es ja zu, in Berlin, aber trotzdem sehr wienerisch. O Mädchen, mein Mädchen aus Friederike, und wir begrüßen mit großer Freude Jörg Schneider.
meine Mutter. Schön war sie, wunderschön, wie eine Märchenprinzessin. Ich sehe sie, wie sie abends vor dem großen Spiegel stand, in dem Zimmer mit den rosa Tapeten und dem weichen Teppich. Wenn wir von Wiener Operette sprechen, müssen wir natürlich viele Komponisten mitdenken, die gar nicht in Wien geboren wurden. Den Lehár haben wir schon erlebt. Ein überzeugter Ungar war auch Emmerich Kahlmann mit einem seiner Meisterwerke, die Gräfin Mariza. Aus der werden wir gleich ein großes Liebesduett hören. Mein lieber Schatz, zieh an dein schönstes Kleid und sag ja, mein Lieb, sag ja. Aus der Gräfin Mariza. Und weil es so ein wunderschönes Cello-Vorspiel hat, das auch wunderschön gespielt wird, darf ich jetzt mal unsere Dirigentin zu mir bitten, Karen Kamenzek, und
unser Liebespaar wird sich dann dazu schleichen. Lieber Schatz, zieh an dein schönstes Kleid, so gingen sie, mein Liebe, sei bereit. Ich warte auf dich im Dunkel vor dem Tor, bald hab ich mit dir was Besonderes vor. Die Stunde ist da, sie kommt mit leisem Schritt. Deine Augen nur recht zu und komm mit mir. Sag ja, mein Lieb, sag ja, solang das Glück dir noch nah. O Friede, ich frag, mein süßer Schatz, hast du mich lieb? Sag ja, mein Lieb, sag ja, solang das Glück dir noch Oh!
Sacken, der Ise, der Sacken, der Amor, der hat mich so gepackt. Die Urkraft der Triebe, das Feuer der Liebe, ich weiß nicht genau, wie man das sagt. Ich finde es ergötzlich, dass Sieger so plötzlich, so stürmisch, ihr Herz für mich entdeckt. Sie sparten, mit Worten nicht bezahlten, doch müssen sie noch warten, sie haben mich erschreckt. Was? Geh nicht, ich dichte nicht, ich rede nicht, ich bin auch kein Poet nicht, ich sage nur, komm mit nach Varastin, solange noch die Rosen blühen, dort wollen wir glücklich sein. Wir beide ganz allein. Du bist die schönste Fee von der Prinzen des Plattensee. Drum möcht mich dir ich hin nach Varastin. Denn meine Leidenschaft brennt heißer noch als Gulaschsaft. Und in der Brust hast es mir Scharras her und hin. Komm mit nach Varastin. Solange noch die Rosen blühen, dort ist die ganze Welt rot-weiß-grün. Da kann man nichts machen, der Ise, der Sacken, der Amor, der ist nun einmal so. Der Spitzbub, er spielt ja, dann lacht er, dann zieht er, dann schießt er und trifft uns irgendwo. Sie sprechen sehr drastisch, sie schildern sehr plastisch, sie schneiden gar reizend mit dem Kuh. Ein Freier mit Temperament und Feuer, der sich mit Ungeheuer aufs Herz und Bull amour. Ja, wenn ich sie also nur so brenn ich, und brenn ich hab, so kenn ich das eine nur. Komm mit nach Varastin, solange noch die Rosen blühen, dort wollen wir glücklich sein. Wir beide ganz allein. Du bist die schönste Fee von der Blitze des Plattensee. Drum möcht mit dir ich hin nach Varastin. Denn meine Leidenschaft brennt heißer noch als Gulaschsaft. Und in der Brust hast es lebt Scharras her und hin. Komm mit nach Varastin. Solange noch die Rosen blühen, dort ist die ganze Welt noch rot und weiß grün.
Fledermaus-Ouvertüre, meine Damen und Herren. Wir sind also glücklich im Herzstück der goldenen Wiener Operette gelandet. Unser Orchesterpavillon erstrahlt in allen bengalischen Farben. Man könnte ja bei der Fledermaus fragen, was kann ein Stück an Unterhaltungswert bieten, das an einem Ostersonntag uraufgeführt wurde, und zwar genau ein Jahr, 1874, genau ein Jahr nach dem verheerenden Wiener Börsenkrach, wo also alles auf dem Boden gelegen ist. Aber Sie kennen ja einige der Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland. In Deutschland heißt es, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Und bei uns heißt es, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Und so ist das auch in der Fledermaus zu sehen. Ich fasse mich kurz. Der Eisenstein gibt sich aus beim Fest des Prinzen Orlowski als Marquis Renard und flirtet ausgerechnet mit der ungarischen Gräfin, die in Wirklichkeit seine Ehefrau ist. Und sie schnappt ihm die Uhr weg. Das werden wir dann im Uhrenduett gleich erleben. Aber zuerst legitimiert sich Rosalinde als Ungarin mit ihrem Csárdás. Ha ha ha!
dieser Anstand so manierlich, diese Taille fein und zierlich und ein Füßchen, das mit Küsschen, die man bedecken sollte, wenn sie's nur erlauben wollte. Im Arreste amüsierte sich aufs Beste, denkt ans Küssen, statt ans Büßen, warte nur, du böser Wicht. Du entgehst der Strafe nicht, du entgehst der Strafe nicht. Ach, vielleicht könnte es entschwimmen, dies volle Zauberbild. Willst du nicht die Maske heben, die dein Antlitz mir verhüllt? Ei, mein schöner Herr, ich bitte, nicht verwegen, nichts berührt, denn es heißt die gute Sitte, dass man Masken respektiert. Wie agierend, kokettierend, ein gerührend, wer schmachtet, retirierend, sie von keine mir, keine Ahnung, ob es geht, geht ob sie widersteht. Ja, bald will ja, bald ich realisieren, ich will ob sie mir widersteht, ob sie in die Falle geht. Ach, wie wird mein Auge trübe, wie das Herz so bang geschlägt. Ja, so meldet sich die Liebe, die das Herz ihr bang bewegt. Sein, denn nach der 7 kommt erst die 8. Sie haben mich ganz verwirrt gemacht. Wir wollen wechseln. Wechseln, 7. Den Schlag des Herzens dirigiert durch das Tick-Tack ihrer Uhr. Ich bin auf 5 Minuten nur. Jetzt zählen Sie, mein Herr Marquis. Bin schon dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hopp, 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 hopp. Jetzt geht's wieder hoch. Ein geborener Wiener, Jahrgang 1875, ein Jahr jünger, also als die Fledermaus, das war Fritz Kreisler, der legendäre Geiger und auch Komponist. Eine, wie soll man sagen, eine Zwillingskomposition. Zwei Stücke, die zusammengehören von Fritz Kreisler, das sind Liebesfreud und Liebesleid. Ein ausschwingender Walzer in der Johann-Strauss-Tradition, könnte man sagen. Danach, 1934, also aus einem Jahr, als
Fritz Kreisler in Deutschland schon nicht mehr willkommen war. Österreich sollte bald folgen, aber 1934 noch eine letzte große Lehar-Premiere an der Wiener Staatsoper, nämlich die Giuditta, und da werden Sie das große Auftrittslied des Tenors hören. Zunächst aber begrüßen wir Franziska Hölscher mit Fritz Kreisler, Liebesleid und Liebesfreud. Viel Vergnügen. Thank you.
Das war eine Schnellpolka des jüngsten Strauß-Bruders, Edi. Der fesche Edi hat man ihn auch genannt. Ohne Bremse heißt das Stück und das deutet natürlich hin auf die Insektenfreiheit dieses wunderbaren Schauplatzes. Naja, ich moderiere mich jetzt ein bisschen schon zum Schluss, was alle heute gehörten Kompositionen verbindet. Das ist natürlich, dass sie in Wien entstanden oder in Wien uraufgeführt wurden, aber auch noch mehr, dass sie eigentlich alle Wurzeln in einer, auch Wurzeln in einer wienerischen Volksmusik. Und dieses Wurzeln in der Volksmusik ist vielleicht auch ein bisschen der Grund dafür, dass diese Stücke in unseren Herzen wurzeln. Und am Schluss, Gegenschluss, wollen wir Ihnen jetzt noch ein paar Wiener Lieder, Kunstlieder präsentieren. Also es sind ganz wienerische Lieder, die aber von identifizierbaren Komponisten stammen. Zum Beispiel von Ralf Benatzky, der aus Mähren gekommen ist. Sein schönes Lied über das kleine Hotel auf der Wieden, das man zu allen möglichen Zwecken nützen kann. Und ein paar Lieder gleich von einem Grazer, dem Robert Stolz. Wien wird schön erst bei Nacht, im Prater blühen wieder die Bäume und der heurigen Marsch aus der Operette Reise um die Erde in 80 Minuten. Erfreuen Sie sich an unserem Wiener Liedblock. Karen Kamenzek, Cornelia Horak, Jörg Schneider, da sind Sie wieder.
Wien. Die Nacht war voll Musik. Er hatte im Armen Wienerin, die Welt versank im Blühen. Und er küsste so heiß ihren roten Mund, da schlug vom Turmen die zwölfte Stund. Und man hört aus der Ferne leise die alte zärtliche Weise. Morgen ist, die Welt ist voll Sonne und Lieder. Und hast du einmal eine Nacht durchgeküsst, so tust du es immer wieder. Alles wurscht, ihn ob durch, du was wurscht, leider Gustav Menge, Zimmer und sein Kränke. Komm, das sind die Sammelbüchse, ich hab nix, du hast nix, und wir wollen gar nix sagen, lebt man sich zu sehen. Ausgericht die ganze Geschichte, oder Trara spricht. Sommer, Fisch, Sommer, wo ist der Name Jungen bis zum Königen wieder? Stier Sommer, wo ist der Kinder für durch den letzten Schule aus den Lehrern eintrinkt. Sie glaubt schon eintrinkt, den vierten, vierten, da kann man alles doppelt sehen, da wird ein Schilling zu einem Zwilling, der auf den Abkommen soll nur ein altes Schatten. Sommer, Fisch Sommer, schwärmt stets nur